Wenn Sie jetzt meinen, was die Berge betrifft, dann kann ich sagen, ich bin in einer Bergsteigerfamilie aufgewachsen. Mein Vater war Bergführer, meine Mutter war auch Bergsteigerin und ich hatte das Glück, dass mich mein Vater schon früh auf die Berge führte. Ich habe fast alle Gipfel um das Grödental bestiegen, bin zwar nie extrem geklettert, immer hinterher geklettert, aber ich habe eben die Berge schon früh kennengelernt. Andererseits, ich habe meine Mutter erwähnt, sie war Bergsteigerin und bei ihr habe ich aber erleben müssen, nachdem wir, mein Bruder und ich, geboren wurden, hat sie das Bergsteigen aufgegeben und hat aber trotzdem für die Berge gelebt, weil bei uns war auch die Rufzentrale des Bergrettungsdienstes und sie hat die gemanagt und hat sich so den Bergen zwar gewidmet, aber indem sie zu Hause geblieben ist. In einer Zeit, als es keine Handys gab, als die Bergrettung noch nicht so organisiert war, wie sie es heute ist. Und das hat mich sicherlich auch geprägt. Meine Eltern haben mich sicherlich sehr frei erzogen und vor allem das Wichtigste, glaube ich, das sie mir mitgegeben haben, war, dass man im Leben tun muss, soll, was man gerne tut. Also es hat keinen Sinn, sich in etwas hineinzubeißen, das man nicht gerne hat. Was man tut, soll man gern machen und dann macht man es auch gut. Das, glaube ich, ist das Wichtigste und so halte ich es auch für mich.